Mir ist der Großauftrag abhanden gekommen. So ein Ärger. Gibt's irgendwas, was ich machen kann? Gute Frage. Finde ich sehr, sehr gut, dass du die Frage gestellt hast. Vielen Dank dafür. Du bist willkommen hier im Podcast Irgendwas mit Marketing. Und ich möchte es mal von der anderen Seite her aufziehen. Du hast einen Großauftrag verloren. Ja, was bedeutet das? Komm mal kurz mit. Ihr wisst ja, ich war vor ein paar Wochen in Dubai und da hatten wir das große Glück, ein Hotelzimmer nach Norden raus zu haben. Oder Nordosten so, glaube ich, irgendwie. Jedenfalls, es war sehr, sehr schön kühl, auch ohne Klimaanlage und nicht zu, ja, man musste nicht zu viel kühlen, um eine angenehme Temperatur zu haben. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, was für ein Glück. Wir haben ein Zimmer nach Norden raus, cool, können schön, müssen nicht irgendwie die Gardinen vorziehen oder irgendwelche anderen Sonnenverdunklungsmechanismen, sondern können die ganze Zeit schön rausgucken. Ganz toll. So, jetzt haben wir da, wo wir wohnen, das Wohnzimmer nach Norden raus. Das war mir nicht so ganz aufgefallen, als ich mich um diese Wohnung kümmerte. Da ist also wenig Licht drin. Und jetzt im Dezember ist noch weniger Licht drin. Also das heißt, es ist in diesem Raum immer ziemlich dunkel. Was für ein Mist, dass ich ein Zimmer habe, das nach Norden geht. So ein Ärger. Hast du was gemerkt? Gleiche Situation. Nur unterschiedliche Rahmenbedingungen. Jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Als allererstes, wenn dir der Großauftrag verloren gegangen ist, könntest du ja mal die Perspektive wechseln. Die eine Perspektive ist, so ein Ärger, jetzt ist mir dieser Großauftrag verloren gegangen und das Geld fließt nicht. Die, weiß ich nicht, Ressourcen, die du vielleicht in Planung dieses Großauftrages angeschafft hast, sind halt da und kannst sie vielleicht nicht verwenden oder was auch immer. Mist. Du kannst es aber auch andersrum sehen und sagen, okay, wenn ich diesen Großauftrag gemacht hätte, wie viel Zeit hätte ich denn darin investieren müssen? Wie viel Mühe hätte es mich gekostet? Wie viel Vorbereitung, Nachbereitung hätte ich denn gebraucht dafür? Was hätte ich denn stattdessen auf der Straße liegen lassen? Hätte ich vielleicht meine Morgenroutine nicht mehr durchführen können oder mein Pilgern, was auch immer. Also was du immer gerne machst. Und das ist halt insofern spannend, dass du dann mal die andere Seite betrachtest. Und zwar nicht die Seite, wo es nur den Schmerz gibt, sondern die andere Seite, wo es den, die Freude gibt. Und wenn du das nochmal für dich Revue passieren lässt, auch bei dem Großauftrag. Okay, du hast jetzt auch Geld verloren, sagst du. Ja, klar, verstehe ich. Aber vielleicht magst du ja ein bisschen weniger ausgeben, generell. Oder du denkst andersrum und sagst, okay, wie viel Geld war denn das jetzt? Wie kann ich denn andere Aufträge akquirieren, die das im Prinzip ausgleichen? Welche Möglichkeit gibt es denn? Welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt, aus den Vorbereitungen, die du für diesen Großauftrag unternommen hast, nochmal die anderweitig zu verkaufen? Also welche Möglichkeit gibt es, aus den Ressourcen, die du hast, trotzdem was zu machen? Vielleicht sogar viel, viel mehr. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also was sind denn die Chancen, die in diesem
auf den ersten Blick nachteiligen Ereignis liegen. Wenn du diese Chancen betrachtest und zusammennimmst, sind die vielleicht viel höher oder viel mehr wert als das, was du verloren glaubst. Und dann überleg mal, was du daraus gelernt hast, diesen Großauftrag zu verlieren. An welcher Stelle hast du vielleicht nicht das Richtige gesagt? Vielleicht hast du da, warst du unaufmerksam? Vielleicht warst du dir zu sicher? Kein Vorwurf, nur ein Learning. Denn wenn du für dich annimmst, dass du aus dieser Situation lernen kannst und den nächsten Großauftrag sicher im Sack hast, ganz einfach deshalb, weil du all die Fehler, die du jetzt gemacht hast, nicht nochmal machst. Hat sich dann nicht vielleicht gelohnt, den Großauftrag zu verlieren? Gut, jetzt hast du es vielleicht nicht verschuldet, weil da vielleicht eine Corona-Situation ist oder was auch immer. Aber dann überleg, auch da, was bietet sich stattdessen? Wenn ich Anfang 2020 nicht alle unsere Großaufträge verloren hätte, wahrscheinlich würde ich trotzdem Podcast machen, aber ich wäre bei weitem nicht so weit gekommen mit meinem Team, wie ich in diesem Jahr gekommen bin. Ich darf so arbeiten, wie ich arbeiten will. Ich darf leben, wie ich leben will. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich über alles schätze und sehr, sehr mag. Leute, es ist alles so wunderbar. Es gibt immer noch Situationen, wo ich denke, muss das jetzt? Und es gibt natürlich auch Niederlagen, die ich erlebe. Wobei Niederlage, weiß ich nicht, ist ein komisches Wort. Ich würde es vielleicht eher Lernfeld nennen. Also ich tappe immer mal wieder in Lernfelder rein. Und das tut mir am Anfang natürlich auch weh. Und dann bin ich auch ein bisschen frustig. Und dann denke ich auch, das muss doch jetzt nicht sein. Und es kann sogar sein, dass ich mal 2-3 Tage mich nicht leiden kann und mit der Situation hadere. Na, 3 Tage nicht. Na, 2 Tage auch nicht. Einen Tag. So, und dann gibt's mal einen verheulten Abend und dann ist gut. Weißt du, was ich dann mache? Krempel ich die Ärmel hoch und packe an. Weil ich dann dieses Ding, was mir jetzt durch die Lappen gegangen ist oder nicht gelungen ist, das habe ich von allen Seiten in der Zeit betrachtet. Und habe dann festgestellt, okay, vorne wäre es schön gewesen. Hinten habe ich entweder was falsch gemacht, sprich verkackt, oder tatsächlich habe viel gelernt, richtig viel. Und daraus kannst du wieder eine Antwort auch auf deine Frage gewinnen. Nämlich, ist es wirklich so schlimm, dass du den Großauftrag verloren hast? Oder ist es eher wieder mal ein kleiner Wachrüttler aus dem Leben, sodass du da einfach sagst, danke Leben, dass du mich gerade wieder mal wachgerüttelt hast. Das ist nämlich bei mir immer der Effekt dann dahinter. Also ich sage, das war am Anfang ja echt ziemlich schmerzhaft und es hat mich auch echt genervt. Aber dann ist im Nachgang alles richtig gewesen. Also Situation annehmen, sagen, hey, okay, Großauftrag verloren. Jetzt gönne ich mir einen Tag Katzenjammer, denn ist gut, dann packe ich an. Was packst du an? Erstens die Analyse. Warum hast du den Großauftrag nicht bekommen? An welcher Stelle war möglicherweise eventuell vielleicht etwas,
Potenzial, was du noch hättest besser machen können. Und nein, du sollst dich da nicht selbst kasteien. Macht doch gar keinen Sinn. Sagst, ah, okay, an der Stelle war ich nicht aufmerksam genug. Das merke ich mir jetzt und lerne das. Bis zum nächsten Großauftrag, der mir wieder vor die Füße fällt. Und dann weiß ich, dass ich es richtig mache. Oder anders mache. Dann kannst du die Ärmel hochkrempeln und kannst sagen, okay, ich habe jetzt ja freie Zeit, weil ich ja den Großauftrag nicht habe. Was kann ich in der Zeit machen? Kann ich mich darum kümmern, mal meine Marketingstrategie zu überdenken, generell? Kann ich mich darum kümmern, mal vielleicht über meine Positionierung nachzudenken? Ist meine Positionierung die richtige? Also sprich, habe ich mit dem Marketing, was ich mache, die richtigen Kunden angezogen? Oder passt der Kunde vielleicht eh nicht zu mir mit dem Großauftrag? Und ich hätte mich nur gequält? Ja, klar, ich hätte gutes Schmerzensgeld gekriegt, aber ich hätte mich nur gequält? Okay. Also, vielleicht war es ja auch ein Glück, so wie der Blick nach Norden in Dubai oder der Blick nach Norden in Mitteleuropa. Genau. Was ich dir mit auf den Weg geben möchte, wechsel ab und zu mal die Perspektive und bleib positiv, egal was passiert. Du bist in Fülle. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das immer im Hinterkopf hast. Lass los und lass die Fülle zu dir kommen. Und es wird alles magisch. In diesem Sinne, hab schöne Tage. Bis bald. Ganz liebe Grüße, deine Jana.